Vergangenes Jahr gab es in Köln knapp 160.000 Einsatzfahrten für Sanitäter und Notärzte. Besonders nervenaufreibend wird es für die Rettungskräfte wie Phil Funke und sein Team immer dann, wenn Kinder in Gefahr sind. So wie heute. Leitstelle Köln, hallo? Hallo, hier ist Silke Hasloch. Hier ist ein Kind in einem fremden Fahrzeug. Es ist ein Junge und er ist nicht mehr ansprechbar. Frau Hasloch, wo befinden Sie sich denn? In der Hauptstraße 23 an meinem Friseursalon. Frau Hasloch, haben Sie versucht, den Jungen anzusprechen? Wie reagiert er? Er reagiert nicht. Ich habe an die Scheibe geklopft. Leider kam kein Zeichen von ihm. Bitte bleiben Sie vor Ort. Die Rettungskräfte werden informiert und sind jeden Augenblick bei Ihnen. Okay, beeilen Sie sich bitte. Die Zeit drängt, denn niemand weiß, wie lange das Kind schon ohne Bewusstsein ist. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist es immer noch eingeschlossen. Die Melderin versucht weiterhin verzweifelt, das Kleinkind zu befreien. Mittlerweile scheint es ansprechbar, sieht aber krank aus. Hallo, hallo. Hallo. Hier, der Junge ist hier drin und irgendwie bestimmt jetzt mittlerweile schon eine halbe Stunde oder was und niemand ist da und der sieht auch nicht so gesund aus und das Auto ist zu und ich habe keine Ahnung. Seit wann stehen Sie jetzt schon hier? Ja, bestimmt schon 20 Minuten, eine halbe Stunde, weiß ich nicht. Hallo. Okay. Sind Sie die Halterin? Ist das Ihr Kind? Nein, gar nicht. Ich komme gerade Mittagspause, Friseurin und dann habe ich das gesehen. Also nicht Ihr Kind? Sie wissen auch nicht, wem das Fahrzeug gehören könnte? Gar nicht. Irgendwelche? Gar nicht. Ist hier alles dabei? So kommst du nicht rein. Kofferraum ist auch zu. Hat man schon mal geguckt. Der ist auch zu. Also Kofferraum, die Seite ist zu. Sprichst du mal ein bisschen mit ihm? Ja. Beruhig ihn mal ein bisschen, der ist ganz lieb. Der ist ganz lieb? Ja. Der ist ganz entspannt, okay. Als wir eingetroffen sind, haben wir hier einen PKW vorgefunden. Und in dem PKW war ein kleiner Junge. Und die Türen waren natürlich verschlossen. Und wir hatten dann wirklich eine sehr dramatische Situation, denn er war ganz alleine da drin. Wir hatten keinen Schlüssel und mussten natürlich zusehen, dass wir ganz schnell an ihn rankommen. Er war, ich sag mal, fiebrig, sah er von außen aus und nicht in Ordnung. Wahrscheinlich am besten ist das okay für euch. Ich würde das wieder rausholen. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht auch nicht so gut jetzt schon aus. Hier so, wenn jetzt hier so lange drin sitzt. Also, ich mach die Scheibe. Mach die Scheibe auf. Ja, okay. Genau. Ja. Na, auf die Karre. Okay. Da steht doch noch eine Handtasche drin. Pass auf, Vorsicht. Das ist genau. Ach, ja, beschäftigt ihn mal ein bisschen, ja? Guck mal schön nach hier. Hä? So, Vorsicht. Ja. Okay. Hervorragend. Ja. Uiuiui, ui, 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 das spritzt ordentlich. Das wird ordentlich. Zack. Machst du auf? Ja. Tür ist auf. Wenn du mir hier aufmachst, von hier kommen wir besser dran. Kleiner Mann. Ist leider kein Fünftürer. Ah, super. Hallo, hallo, hallo. Oh, ist ja schon ordentlich warm hier drin, ne? Hallo, du. Schwitzt doch so ein bisschen, ne? Wir holen dich da mal raus. Lässt du mal kurz los. Ärmchen hier durch. So, du machst das super. Geh mal direkt zum RTW. Ja. Hey. Oh, er ist ordentlich warm, aber er ist ja ziemlich wach, ne? Na du. Ja, wir haben das Auto kaputt gemacht, aber das ging nicht anders. Ja. Wir haben den kleinen Jungen dann aus dem Auto rausgeholt und direkt zu uns zum RTW gebracht und ihn dort weiter untersucht. Das heißt, wir haben einmal die Temperatur gemessen. Er hatte auch tatsächlich etwas erhöhte Temperatur. Weiter konnten wir bei ihm gar nicht groß was feststellen. Er war eigentlich sehr glücklich. Er hat ein bisschen geweint über diese gesamte Situation, was ja absolut nachvollziehbar ist bei so einem kleinen Kind. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir natürlich noch nicht wissen, dass hier noch ein zweiter Einsatz in dieser Situation auf uns warten sollte. So. Was machen wir denn jetzt? Ja, die Polizei kommt die Polizei ja, Halterabfrage gucken und sonst. Und dann mal gucken, wo Mama ist. Na gut, die Mama muss ja irgendwo in der Nähe sein, weil sonst wird ihr das Kind da jetzt zurücklassen. Wir gehen aber erstmal hin. Weil dann können wir sonst fahren wir halt, ne? Alles ach, gut. Mensch. Guck mal, sollen wir mal. Alles gut. Was haben wir für ein Problem? Der kleine Mann hat im Auto gesessen. Halbe Stunde, weiß ich nicht wie lange. Der ist ein bisschen fiebrig, sonst geht es ihm jetzt erstmal gut. Als wir hier vor Ort eingetroffen sind, haben wir natürlich erstmal mit unseren Kollegen, den anderen Rettungskräften geredet. Und dann haben wir die Abgabe gemacht oder Übergabe. Für uns war nur klar, wir haben jetzt hier ein kaputtes Auto mit einer aufgebrochenen Scheibe von den Einsatzkräften und ein Kind, was hier anscheinend vorher drin gesteckt hat. Sind jetzt von der Seite hier rein, haben die Fahrertür aufgemacht, Kind rausgeholt. Sonst war auch kein anderer Zugang möglich. Da war der noch nicht dran, ne? Nee, da war ich nicht dran. Nee. Wir haben nur Kind rausgeholt, gerade eben. Deswegen. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwie das finden hier. Sie ist, wie gesagt, zufällig vorbeigekommen, hat versucht, die Scheibe einzuschlagen, ohne Erfolg. Und wie gesagt, sie ist also jetzt als Zeuge nur die junge Dame. Ja, mein Kollege macht gerade einen Halter und dann gucken wir mal. Okay. Wir haben hier vor Ort natürlich den Halter abgefragt und über Arnold halt die Suche begonnen. Wir konnten dann aber ganz schnell feststellen, dass hier auch mehrere Sachen noch im Auto liegen. Die haben wir natürlich auch kontrolliert und wurden hier auch fündig.
Von der Leitstelle erfahren die Polizeibeamten außerdem, dass der Wagen auf die Mutter des Jungen zugelassen ist. Schon wenige Minuten später wird sich zeigen, wie es dazu kam, dass ihr kleines Kind allein im Wagen blieb. Also, was ich hier gefunden habe, ist eine Brille. Naja, bringt uns das weiter? Guck mal, das war vielleicht deine Stärke. Meine Stärke? Ich weiß nicht. Das glaube ich. Oh Gott. Den war das für den Älteres. Also das sind die Böden dieser Colaflaschen, ne? Von der Dicke her. Das steht ja, steht ja schon ein bisschen gut, muss ich sagen. Ja, vielen, passt, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich pack das mal mit. Ja, wenn es wichtig sein sollte, mit in die Tasche hier. Wir haben hier bei der Durchsuchung eine Handtasche gefunden. Leider kein Personalausweis bzw. Portemonnaie drin. Ich konnte dann noch feststellen, dass hier eine Brille im Auto liegt. Anscheinend für eine ältere Dame. Da war schon ein dickeres Glas drin. Zusätzlich hat das Auto hier keinen Parkschein. Ihre Person habe ich jetzt. Okay. Sie sind jetzt hier. Lassen, danke nochmal für die Hilfe. Was ist denn hier passiert? Mein Sohn! Das ist mein Auto! Ihr Sohn. Ihr Sohn. Wer sind Sie? Das ist mein Auto. Wo ist mein Sohn? Claudia Liebig. Dann wurden Sie verständigt von der Polizei? Von wem? Ich komme gerade von der Arbeit. Nein. Nein, okay. Ich habe jetzt hier gerade einen Notarzt gesehen. Wo ist denn mein Sohn? Was sind Sie denn für eine... Gehen Sie jetzt mal ein Stück mit. Wir sehen überhaupt. So. Wo ist mein Sohn? Ihr Sohn ist jetzt im Krankenwagen, ne? Den haben wir hier rausgeholt. Dem geht's soweit gut, ja? Wir sind hier gerufen worden, weil ein Kind im Fahrzeug ist. Ja. Die Mutter des Jungen scheint völlig ahnungslos. Sie ist heute noch gar nicht mit dem Wagen gefahren. Doch es gibt eine zweite Person mit einem Schlüssel. Sind Sie mit ihm unterwegs gewesen gerade? Nee, nein, ich komme von der Arbeit. Ach so. Also ich bin jetzt. Sie haben geparkt und sind zur Arbeit gegangen. Nein, ich komme von der Arbeit. Ich habe eine Halbtagsstelle. Ich arbeite hier vorne in einem Modegeschäft. Meine Mutter hat vormittags immer das Auto. Ach, okay. Und holt ihn dann vom Kindergarten ab. Und ja. Sie holt mich dann von der Arbeit ab, immer um 13:30. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass das Auto da steht mit den ganzen, hier mit ihrem Krankenwagen, mit dem Polizeiwagen. Und wo ist denn meine Mutter? Können Sie mir einmal ein paar Informationen geben, ja? Ja. Ihre Mutter, wie alt ist die? Die ist 59. Sie ist 59. Die heißt Emma Liebig. Ich habe hier eine Verhandlung rausgegeben, da die Oma hier anscheinend schon älter war, vielleicht auch verwirrt. Sie fehlt, die hat ja das Kind hier alleine gelassen, das macht man nicht. Dementsprechend war es schon nötig, dass wir eine rausschicken. Ich verstehe das nicht, meine Mutter würde Juri nie alleine lassen. Ich mache mir so Sorgen, wir müssen die mal wir gucken, suchen. Wir gucken mal draußen. Ja, jetzt geht doch einfach, pass wir auf. Gucken geht mal doch einfach mit. Mal raus. Ja, genau. Wir lassen den Juri mal noch ein bisschen bei hier, hier bei uns. Ja? Dann gehen Sie auch mit raus, okay. Mit die Oma. Ja, Mama kommt gleich, ne? Wir müssen mal gucken, genau. Wo die Oma ist. Juri hat sich hier... Die junge Frau befürchtet, dass ihrer sonst so zuverlässigen Mutter etwas zugestoßen sein könnte. Wie recht sie damit hat, zeigt sich, als ein junger Mann die Rettungskräfte anspricht. Sollen wir vielleicht erstmal Richtung Ticketautomat vielleicht, weil vermutlich... Bleiben Sie mal bitte. Der ist da drüben, der Ticketautomat. Gibt es irgendwelche Geschäfte, wo Sie regelmäßig einkaufen? Nee, gar nicht. Also die packt ja auch eigentlich nie hier. Weil können Sie mir so ein bisschen beschreiben, wie sie aussieht? Genau, rein theoretisch würde sie ja als erstes sich ein Parkticket holen. Richtig, genau. Ne? Genau. Wenn sie hier geparkt hat, dann aber der ist ja kaputt, der Parkscheinautomat. Ne, da scheint ja vielleicht ist haben wir den zweiten? So vom Bauchgefühl irgendwie. Also es gibt hier mal, also hier runter, da ist ja keiner mehr. Dann lassen Sie uns doch mal hier vorne gucken. Wie sieht sie ungefähr aus? Also, die hat so graue Haare, die hat meistens eine rote Jacke. Ist eigentlich immer ganz gut gepflegt. Weiß ich nicht. Wir gucken mal auf die Geschäfte. Wer sind Sie? Suchen Sie die Oma? Meine Mutter vielleicht? Die ältere Frau, ja genau. Wir suchen eine ältere Dame, ja genau. Ja, haben Sie die gefunden? Ja, die habe ich gefunden und zwar... Wo ist sie denn? Die hat meinen Sohn allein im Auto. Lassen Sie noch mal kurz ausreden, bitte. Ja, wie ist da mit Ihrer Hand im Gummischenkel? Da drüben keine Person. Was? Komm mal her, hab hier irgendwas. Nochmal, jetzt ganz nochmal ganz kurz. Wo ist sie? Sie ist da um die Ecke, da um die Ecke. Hand im Bulli stecken geblieben. Und der Hand im Bulli? Okay. Ja, ungefähr so. Also, ich weiß auch nicht, was los ist. Aber sieht nicht auf jeden Fall gut aus. Der ältere Dame mit dem Hand. Ja, genau, der ältere Dame war das. Ja, ich guck mal nach. Wir gehen mal schauen, ne? Ja, genau. Wo, da vorne? Da unten? Also einfach, genau, gehen Sie mal am besten mit. Umgebracht. Ich hab, glaube ich, irgendwas von Bulli verloren. Wo denn jetzt? Hier links. Da. Ah, ja. Hallo. Ganz ruhig. Hallo, ich bin von der Feuerwehr. Gut, können Sie mir erklären, was hier passiert ist? Ich meine, dass die Hand drin ist, das sehe ich. Ja?
gekommen. Ich wollte gerne ein Stück zurückgehen und die eine. Das ist aber ihre, das ist ihre Mutter. Das ist meine Mutter. Okay, okay, gut. So, wir sind erstmal da. Guten Tag. Beruhigen Sie sich, ja? Ja, aber das Kind im Auto. Das, ich habe das Kind von meiner Tochter drin gelassen. Dem Kind geht soweit gut. Und dann ist mir der Schlüssel da reingefallen. Ja, ich sehe den Schlüssel, ja. Den Kleinen haben wir auch schon aus dem Auto rausgeholt. Ist der, hat der alles? Ist der? Der ist in Sicherheit. Machen genau. Sie sich um den Kleinen keine Sorgen. Kann sie mal jemanden Hallo Funke, der Notarzt. Hier hat man also mal gesehen, wie sich so ein Feuerwehreinsatz entwickeln kann. Ja, wir waren eigentlich wegen dem Kind hier und haben plötzlich eine ganz neue Situation, nämlich die ältere Dame, die mit der Hand im Gulli feststeckt. Und das stellt uns natürlich für eine völlig neue Situation, die wir hier zu lösen haben. Soll ich mal schauen, ob ich irgendwie was in Richtung Vaseline finde, um das jetzt auf schnellem Weg rauszukriegen? Also tut Ihnen die Hand weh? Ach, wissen Sie was, das merke ich gar nicht. Ich bin so irgendwie durcheinander. Die Hand ist aber jetzt nicht taub oder so, also Sie spüren die Finger noch? Können Sie unten die Finger bewegen? Versuchen Sie mal, unten die Finger zu bewegen. Ja, das geht. Spüren Sie das auch, wenn der Kollege Sie da so... Spüren Sie das, wenn ich dagegen tippe? Und an die Finger, ja? Das spüre ich auch. Ja, kann man die Warnung Ja, okay. Später im Verlauf des Einsatzes haben wir dann noch Frau Liebig Senior entdeckt, die mit ihrer Hand im Gullideckel feststeckte, weil sie dort ihren Autoschlüssel verloren hatte, ihn wieder rausholen wollte, ja, und dabei halt eingeklemmt ist. Wir haben uns das Ganze dann dort zusammen mit der Feuerwehr angeschaut. Sie konnte die Hände, die Finger erstmal noch bewegen. Man konnte auf den ersten Blick keine gravierenden Verletzungen feststellen. Das mussten wir aber dann nach der Befreiung der Hand erstmal noch weiter eruieren, ob dort eventuelle Verletzungen noch aufgetreten sind. Sollte die Hand der Rentnerin zu lange eingeklemmt und somit der Blutfluss unterbrochen worden sein, drohen dauerhafte Schäden. Um sie genauer untersuchen zu können, muss die Großmutter schnellstmöglich befreit werden. Ich hatte so Angst. Oh, atmen Sie mal tief durch. Nein, ich kann doch nicht böse auf dich sein. Warum das? Gucken Sie uns mal an, einmal, dass wir uns einmal um Sie kümmern können. Nur einmal gucken. Tut hier was weh? Nein, hier so ein bisschen? Ja, ein bisschen jetzt da gequetscht. Okay. Ja. Was ist denn genau Ach, ich bin jetzt auch so durcheinander. Ich hatte doch was hier. Beruhig dich doch. Ich wollte nur schnell. Juri geht's jetzt auch. Was ist denn eigentlich Früher kommen, das weil ich gesehen habe, dass der Junge Schüchchen braucht. Und ich wollte dich damit überraschen, dass der neue Schüchchen dann anhat. Wir wollten dann auch pünktlich da sein. Ja, das ist ja und dann habe ich aber, den Parkschein war kaputt, der Automat, und bin hier rumgelaufen. Ja. Und dann wusste ich aber immer auch nicht mehr, wo ich war. Ja. Ja, deine Brille war ja noch im Auto. Ja, also ich war auch total rappelig. Ja, ja, und dann ist mir der Schlüssel da unten reingefallen. Ach, der liegt auch immer noch da. Der liegt da auch noch. Den müsst ihr mir nachher auch rausholen. Irgendwie. Ja, das machen wir gleich auf jeden Fall. Da kümmern sich die Kollegen drum. Ja. Genau. Ich schlage Ihnen jetzt mal vor, wir gehen jetzt einfach mal zum Rettungswagen. Da ist auch der Juri. Ich habe mir die Hand gerade mal so ein bisschen angeguckt. Ich gucke die auch gleich noch mal an, geben Ihnen mal was zum Kühlen dafür. Und dann fahren wir mit den Beinen mal einmal ins Krankenhaus. Weil der Juri ist schon irgendwie so ein bisschen fiebrig. Ja. Ne? Abschließend haben wir uns dazu entschlossen, die Patienten, also den kleinen Jungen und auch die Oma, einmal mit in die Klinik zu nehmen, damit man bei der Oma auch von der Hand mal ein Röntgenbild macht, um zu schauen, ob hier Verletzungen aufgetreten sind. Auch bei dem Jungen einmal zu gucken, wo das Fieber jetzt herkam, ob es daher kam, dass es im Auto nachher zu warm war oder ob er irgendeinen Infekt hat. Ich habe das Ganze dann nachher nicht weiter begleitet, weil eine notärztliche Begleitung in diesem Fall auch einfach nicht erforderlich war. Guck mal, da ist der Juri. Das ist der Juri, hier kommt die Oma. Hallo. Ach, herrje. Mama, du musst es sein. Ja, genau. Tut mir so leid. Also, die Beinchen sind jetzt schön kühl. Der Körperstamm ist noch recht warm, aber die Beinchen dann sind schön kühl jetzt. Das ist mal noch ein Kühlpack für die Omi. Ui, was haben Sie Die war im Gulli. Im Gulli eingesteckt, weil der Schlüssel reingefallen war. Mein Schlüssel da reingefallen. Aha, okay. Sieht ja auch alles gut bei euch. Alles super. Den Schlüssel hat gerade die Feuerwehr rausgeholt. Ne? Ist der? Ja, das ist er. Ja, vielen lieben Dank. Den würde ich Ihnen jetzt überlassen, ja, beziehungsweise Ihrer Tochter. Das sieht alles gut aus. Hier, geben Sie meine Tochter. Das Fenster ist jetzt ja von der Feuerwehr aufgebrochen worden. Ne? Oh, ich habe meine Handtasche da drin. Die haben wir auch noch. Genau. Aber das mussten wir tun, sonst aber wir nehmen Juri nach. Ja, natürlich. Hauptsache dem Kind, der hatte ich so Angst. Gut, hören Sie mir einmal zu. Wir müssen jetzt weiter. Wir geben Ihnen den Schlüssel. Ja. Sie sind selber dafür verantwortlich, dass das Auto wegkommt. Ja, ja, ich kümmere mich darum. Sonst müssen wir es abschleppen, ne, auf Ihre Kosten. Ich rufe meinen Mann an und dann... Gut, dann gebe ich Ihnen einmal den Schlüssel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ne? Kommen Sie gut nach Hause. Gute Besserung. Dankeschön. Gut. Ob die Oma jetzt hier ihre Sorgfaltspflicht verletzt hat, sie sei jetzt hier so hingestellt. Sie ist ja hier stecken geblieben. Also es ist hier ein Unfall passiert. Und dementsprechend werden wir einfach nur einen Streifenbeleg schreiben.
Im Krankenhaus wurden außer einem heftigen Bluterguss keine weiteren Verletzungen an der Hand der Großmutter festgestellt. Auch ihr Enkel hat sich schnell erholt. Seine erhöhte Temperatur war wohl der Aufregung geschuldet. Einen Infekt hatte er nicht.